Tatsächlich hat die Unsichtbarkeit Gottes, die Unscheinbarkeit des Christentums, das formlose Elend scheinbar unerfüllter Versprechungen, die Gestaltlosigkeit der Verheißungen ein Ende. Aufhören wird der graue Alltag der Geschichte, wird die wuselige Ungewissheit darüber, was Wahrheit ist und wer sie verantwortet. Es wird auch sichtbar, was die Geschichte ohne die Lämpchen von Sonne, Mond und Sternen eigentlich ist, nämlich Finsternis. So schreibt ein zeitgenössischer Exeget zu unserem Evangelium. Wenn das eintritt, jene Stunde, die niemand kennt, dann wird sichtbar, was Geschichte eigentlich ist. Finsternis. Wer wollte das bestreiten, etwa angesichts dessen, was Freitagnacht hier in unserem Nachbarland geschehen ist? Wer will darauf schnelle Antworten geben? Oder wer will hingehen und dies schnell einordnen? Natürlich gibt es zahlreiche Talkshows zu diesem Thema, Kommentare. Aber wo stehen wir als Christen angesichts solcher Ereignisse? Und noch einmal tiefer gefragt, mit dem Evangelium gefragt, hat es für uns noch irgendeine Bedeutung, was Jesus uns heute sagt? Jesus, wenn er apokalyptisch spricht, also über das Ende. Wo sind wir da als Christen? Ich denke, wir könnten ein erstes festhalten angesichts der Unsicherheit, die von unserem letzten Vers im Evangelium ausgeht. Diese Stunde kennt niemand, nicht einmal der Sohn, geschweige denn die Engel, ganz zu schweigen von uns, nur der Vater. Als Christen sollten wir nicht zu denen gehören, die die schnellen Antworten geben. Wir sind immer in der Gefahr, sehr schnell mit Antworten zu sein. Wir haben die passende Schublade irgendwo und dann ordnen wir es ein. So eine Schublade ist jetzt der drohende Islamismus oder der Islam ist böse. Wir sollen uns damit kritisch auseinandersetzen. Wir sind Christen, keine Frage. Aber ob eine solche Schublade tauglich ist, erstens, und zweitens, ob sie uns als Christen gut ansteht, dahinter sollte man ein großes Fragezeichen setzen. Was ist angesichts des Evangeliums und dessen, was in der Welt geschieht, unsere Aufgabe als Christen? Natürlich, 48 Stunden nach einem solchen Ereignis sind wir möglicherweise selber hier geschockt. Wir sind beeindruckt, wir sind aufgewühlt. Wie wird es den Menschen, die Zeugen waren oder die betroffen sind, die einen Sohn, ein Kind, eine Angehörige, eine Freundin verloren haben, wie wird es denen gehen? Aber wir kennen das doch. Eine Woche später, was ist dann? Weg. Das verschwindet dann irgendwann in den Medien. Bis zum nächsten Mal. Was ist unsere Aufgabe als Christen? Wir hören dieses Evangelium zum Ende des Kirchenjahres, bevor wir mit dem Christkönigsfest nächste Woche die Reihe der Sonntage im Jahreskreis abschließen und in den Advent eintreten. Und doch bewahrt, nicht nur weil das Evangelium mit den Lesungen zum Ende kommt vor der Passion, die öffentliche Wirksamkeit Jesu in der Reihenfolge der Evangelium ans Ende kommt, bewahrt dieses Evangelium etwas von dem, was wir den alten Advent nennen könnten. Hier in unserem Liturgieraum, also in der gallischen Liturgiefamilie, hat man immer den Advent länger begangen. Sie wissen das vielleicht, es begann mit dem Martinstag. Es war ähnlich wie vor Ostern, eine so lange Zeit von 40 Tagen bis auf Weihnachten hin. Vielleicht hat man gar nicht so gut daran getan, diese Zeit so abzukürzen mit den 4 Adventssonntagen. Man hätte es vielleicht besser bei den alten Ordnungen gelassen, damit nicht nur unser Advent, den wir dann in 2 Wochen beginnen, etwas entlasteter wäre und nicht so auf Weihnachten fixiert. Natürlich ist es eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten, sondern uns das Grundsätzliche des Christentums in Erinnerung ruft, dass wir in einer Spannung stehen, die wir teilweise
und das tut uns offenbar nicht gut, gar nicht so ernst nehmen. Die Fragen, die wir angesichts des Evangeliums stellen müssten und die Fragen, die sich frühe christliche Generationen schon stellen müssten. Ja, was ist denn jetzt? Ihr sagt, der Retter kommt, der Menschensohn erscheint, diese Welt geht zu Ende? No. Das haben sie im ersten christlichen Jahrhundert schon gefragt. Was ist denn jetzt? In Thessaloniki gab es Leute, die haben gar nicht mehr gearbeitet. Die saßen auf dem Markt und haben in den Himmel geguckt. Die haben gesagt, ja, jeden Moment muss er ja kommen. Dass Paulus in seinem Brief, man kann das ja nachlesen, schon schreiben muss, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Davon war keine Rede, irgendwo rumzusitzen und in den Himmel zu schauen. Und es ist eine drängende Frage. Wir merken das den Antworten, die die Heilige Schrift zu geben versucht, an. Etwa im 2. Petrusbrief. Da heißt es, beim Herrn sind 1000 Jahre wie ein Tag und der Herr zögert nicht, er ist nur geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle sich bekehren. Wenn wir solche Sätze hören, sind wir heute Skeptiker, die wir sind, geneigt zu sagen, na ja, da hat sich aber der heilige Petrus eine schöne Ausrede ausgedacht. Aber die Antworten durch 2000 Jahre, lauten alle ähnlich auf diese Frage. Und wir sollten als Christen aufrichtig sein. Wir haben die Antwort nicht. Und wir können doch nicht angesichts eines solchen Ereignisses sagen, jetzt scheint es so zu sein, dass das Ende kurz bevorsteht. Wir haben die Antworten nicht. Also daraus ergibt sich eine wichtige Funktion von Christen, dass sie nämlich wachsam sind, dass sie Fragen stellen und dann ist, dass sie nicht zu denen gehören, die sehr, sehr schnell mit die Antworten parat haben, die vielleicht morgen schon wieder falsch sein können. Nicht, weil wir nicht von dem überzeugt wären, was wir glauben, dass Christus kommt und dass mit ihm das Ende der Zeit, das Ende von Himmel und Erde anbricht. Er verspricht, dass seine Worte nicht vergehen, dass sie Bestand haben. Aber die Frage und die Spannung müssen wir schon aushalten. Ich habe den Eindruck, das ist ein Teil unseres Glaubens, von dem wir uns fast komplett verabschiedet haben. Zu warten, dass Christus kommt und darauf zu vertrauen, dass wenn all diese Erschütterungen durch die Weltzeit gegangen sind, so schlimm sie sein mögen, dass sein Kommen nicht etwas Grauenvolles ist, sondern für uns Grund der Hoffnung. Wie nach einem grauenvollen Unwetter, wo eine Wasserwand mit Blitzen oder sonst was auf uns zukommt und plötzlich bricht die Sonne wieder durch. Und man weiß, ah, so wird es sein. So wird es sein, wenn Christus erscheint. Es ist ein Grund, wie Jesus im Lukas-Evangelium sagt, das Haupt zu erheben, froh zu sein nach all den Bedrängnissen, wie immer sie im Leben aussehen mögen. Wir haben als Christen die Aufgabe, Wächter zu sein. Wir werden das am Beginn der Heiligen Nacht hier wieder hören, dieser kleine Ruf aus dem Propheten Jesaja. Wächter, wie weit ist die Nacht? Und es gibt viele Wächter oder solche, die sich so aufspielen, die in unserer Gesellschaft sagen, jetzt unmittelbar, es muss jeden Moment morgen werden. Und andere sagen, vergiss es. Es bleibt immer dunkel. Es wird nicht mehr hell. Wir als Christen, liebe Schwestern und Brüder, haben die Aufgabe, nach dem Wort Jesu Wächter zu sein, wachsam zu sein. Nichts dient dem mehr als das Gebet. Seine Einübung in die Wachsamkeit. Dinge nicht vorschnell zu beantworten und einzuordnen, sondern wachsam zu sein. Im festen Vertrauen, dass er kommt. Und dass dieser Welt, uns, unserem Leben und der ganzen Geschichte nichts Besseres passieren kann, als dass ihr Christus bevorsteht. Denn er ist der Retter und der Heiland, den wir erwarten. Und seine Worte vergehen nicht, denn sie werden sich als wahr erweisen. Dafür sollen wir Zeugen und
und Wächter sein.